Also jetzt ist wirklich die Hölle los. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen, bei diesem wunderschönen Wetter hier aus Tokio. Ja, mega genial. Ja, der Minion hatte leider keinen Bock, also nee. Musste halt zu Hause bleiben. Ne? So sieht's aus. Wer nicht hören will, muss fühlen. Ja, heute geht's wieder rein nach Tokio, direkt in die City. Und es ist so krass, hier zu stehen. Das ist echt die größte Metropole der Welt. Das ist echt Wahnsinn, wenn man sich das immer vor Augen führt, wie viele Menschen hier einfach wohnen. Gelaufen, aber in der größten Stadt der Welt muss man halt aus der U-Bahn ein bisschen weiterlaufen. Das heißt, wir gehen noch 400 Meter bis zur nächsten Bahnstation. Wir sind jetzt in Shibuya angekommen, stehen direkt vor dem Bahnhof, direkt schon an der Shibuya Crossing, die bekannteste Kreuzung der Welt. Hier laufen Spitzenzeiten, wenn es mal richtig heftig kommt, bis zu 1000 Menschen zur gleichen Zeit über die Kreuzung. Und an heftigen Abenden 15.000 Menschen. Und ja, im Hintergrund ist die Kreuzung und das ist Wahnsinn, was hier los ist. Wir stehen jetzt hier vor einer ganz berühmten Hundestatue. Das hier hinten ist der Hachiko, der wurde 1923 geboren. Genau, 1924 hat ihn sein Herrchen quasi, es war ein Universitätsprofessor, mit nach Tokio genommen. Und ab dem Punkt hat der Hachiko jeden Tag sein Herrchen oder den Professor hier am Bahnhof abgeholt, hat jeden Tag hier gewartet. 1925 ist der Professor dann leider verstorben während einer Vorlesung in der Uni. Ja, und trotzdem hat der Hund jeden Tag hier noch weiter gewartet. Die Witwe ist dann verzogen, der Hund wurde zur Familie abgegeben, dann ist er ausgerissen und er hat fast 10 Jahre lang fast jeden Tag hier auf sein Herrchen gewartet und hat gehofft, dass der wiederkommt. Und irgendwann wurde der Hund tot gefunden. Das ist jetzt so die Kurzfassung, es gab sogar Filme darüber und er ist wirklich sehr, sehr bekannt geworden. Und ja, hier ist dann auch der Ausgang der Bahn im Hintergrund und das ist ein ganz bekannter Treffpunkt für die Leute hier. Wir wagen uns jetzt auch ins Getümmel und los geht's. Hier. Genau, und wir davon heute 5-mal. Ja, wir haben gerade ein kleines Päuschen gemacht, haben ein schattiges Plätzchen gefunden, denn heute ist es echt schön warm. Ja. Es ist so ein kleiner Vorgeschmack auf unser nächstes Reiseziel. Und wenn ihr wissen möchtet, wo wir jetzt als nächstes sind oder sein werden in dem Sinne, weil das Video kommt ein bisschen verzögert, dann schaut jetzt mal bei Instagram vorbei, denn da haben wir schon Bilder gepostet. Genau. Ja, und gerade der Park, in dem wir sitzen, der ist gar nicht so weit weg von der Shibuya-Kreuzung und da steppt ja echt der Bär. Wie gesagt, da gehen pro Tag 1 Million Menschen im Schnitt drüber. Ja. Und hier gerade, wir haben totale Ruhe. Das ist echt faszinierend in so einer großen Stadt, weil Tokio haut einem wirklich um. Weil in ganz Tokio, also Tokio besteht aus 23 einzelnen Teilen oder die Metropolregion Tokio, da wohnen
wohnen ungefähr 37, 38 Millionen Menschen. Wir haben damals in Köln gewohnt, da wohnten ungefähr 1 Million Menschen. Und so hier gehen erstmal 1 Million über die Kreuzung. Ja, mal eben so am Tag. Und ja, ganz Köln zum Beispiel geht hier einmal am Tag über die Kreuzung. Das ist Wahnsinn. Und ja, in Tokio selber, in der City Area so genommen, in der Region, da wohnen halt, ich glaube, 10 Millionen Menschen knapp. Das ist so verdammt viel. Und in der ganzen Metropolregion 38 Millionen Menschen fast. Das muss man sich mal vorstellen, weil das ist so unglaublich groß. Und deswegen, die Stadt, die fasziniert einfach nur beim Durchlaufen schon, was es hier alles zu sehen gibt. Und vor allen Dingen ist das so geordnet, also bei so vielen Menschen, das ist echt verrückt. Ja, wenn man manchmal so an Bali denkt, wie der Verkehr da ist, auf einer Insel, ein paar Menschen so genommen, der Straßenverkehr ist so verdammt verrückt. Ja. Und auch so auf Fußgängerwegen manchmal, da kommen die Roller entgegen und so, und hier ist alles total ordentlich und alles hat seine Ordnung. Mhm. Das haben wir echt noch nie erlebt. Wir sind gerade in Lawsons drin und holen uns hier so gefrorene Cola mit Zitronengeschmack. Hier gibt es voll das verrückte Eis. Müssen wir euch mal gerade zeigen. Und zwar das hier zum Beispiel. Das ist, glaube ich, so eine Waffel mit Schokolade und Eis dann drin. Oder hier. Die sind total verrückt nach diesem Soft-Eis. Das gibt es eigentlich überall. Und natürlich wieder mit Matcha. Das ist immer gefrorener Kaffee. Was ist das? Verrückt, oder gefrorener Kaffee ist das. Was? Frozen Coffee. Und hier gefrorene Erdbeere. Cool, ne? Mhm. Ist echt lecker. Also jetzt ist richtig die Hölle los. Ja. Den ganzen Tag hier an der Shibuya-Kreuzung auf, weil es einfach so faszinierend ist. Jetzt ist richtig viel los hier. Ja, eben war echt für uns schon viel los, aber ich glaube, jetzt geht es das so richtig ab. Also jetzt ist mal wirklich die Hölle los. Zum 10. Mal drüber. So, Kätzchen, ein kleiner Insider. Floaten. Na, weißt du, was wir meinen? Was in Tokio aber extrem auch auffällt, egal in welchem Stadtteil man ist, es geht eigentlich zu 99,9% ums Shoppen und die restlichen Prozent sind Essen und Trinken. Nee, ist echt schon Wahnsinn. So, Shoppen, Essen und Trinken, die beherrschen echt so das Stadtbild. Was uns hier auch aufgefallen ist, dass extrem viele Menschen lachen. Ja, extrem viele Menschen. Also sind wirklich fröhlich. Ja. Bis gerade auf bei dem Zauberer, wo wir standen, haben die Leute irgendwie ganz verdutzt geguckt. Keine Ahnung, warum. Aber die waren eher geplättet, glaube ich, von dem, anstatt irgendwie richtig fröhlich da. Hier gibt es sogar ein Pizza-Crepe und sogar ein ganzes Gericht auf einem Crepe drauf. Hier, ein Potato-Gratin. Wir sind hier gerade übrigens im Ortsteil, im Stadtteil Harajuku. Und das ist ganz verrückt hier, alleine vom Essen, ja, diese ganzen Pancake-Stände und dieses ganze Gedöns. Was? Crepe, ja, Frau, er mahnt mich hier wieder beim falschen Essen. Es war Crepe, keine Pancakes. Aber allgemein ganz viele verrückte Sachen an Essen. Aber auch so, hier laufen ganz viele verrückt verkleidete Menschen durch. Und ja, hier gibt es ganz viel verrückten Shit zu kaufen. Und 100 Yen-Läden, da kostet alles 100 Yen, so ganz viel Krimskrams. Das ist wie in Deutschland diese, wie heißen sie? Ein Euro-Läden. Das ist ganz cool, Ecke hier eigentlich. Auf keinen Fall. Was meint ihr? Würde Daniel doch bestimmt gut stehen, oder? Nein. So
stellt man sich Tokio doch vor, oder? Was sagt ihr? Überall blinkt es, viele Menschen. Es ist ja jetzt schon dunkel geworden und es ist aber immer noch mega hell von den ganzen Lichtern. Was uns aufgefallen ist, die haben nicht so ein gelbes Licht, sondern so ein ganz cooles, ja, weiß-blaues. Wir gehen jetzt ins 8-Bit-Café. Wir müssen erstmal 5 Stockwerke hoch. Wir spielen gerade Mario Kart und ich bin 4-1 vorne. Lüge! Ich gewinne. Na, wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Aha. Gewonnen? Wer hat gewonnen? Ich hab gewonnen. Nein. War voll witzig hier. So ganz viele Gameboy-Spiele kann man ausprobieren. Super Nintendo und ist schon ganz lustig gewesen, ne? Ja. Für mich. Wisst ihr, warum der Daniel jetzt die letzten Runden gewonnen hat? Weil ich dem nämlich einen Tipp gegeben habe. Weil das kann. Nein, die ersten Runden habe ich nämlich gewonnen. Stimmt nicht. Doch. Die habe ich dich gewinnen lassen. Das stimmt nicht. Aber ich war gar nicht so schlecht früher. Und deswegen habe ich auch die ersten Runden gewonnen. Ja, so. Ja. Und dann habe ich dem gesagt, geh in der Kurve von dem Gas. Und seitdem hat der mich geschlagen. Ne? Die ganzen letzten Runden gewonnen. Also nicht dem anderen verraten, was ihr für Tipps habt. Wir sind jetzt gerade in der Omoide Yokocho Street und ist ganz witzig, ist relativ schmal, wobei gerade geht's, deswegen kamen uns ganz viele Leute entgegen. Und hier gibt es ganz viele verschiedene Restaurants und hier hat man so viele Düfte und Gerüche um die Nase herum. Da hält sich gerade schon mal die Nase zu. Das ist echt verrückt, vor allem das qualmt hier aus manchen Geschäften raus. Ich glaube, danach muss man erstmal fast die Klamotten verbrennen, weil man das nicht mehr rausbekommt. Und wir sind zurück im Hotel mit echt schlappen Füßen und super müde heute. Wir waren gerade noch was essen gewesen und war ein richtig cooler Tag gewesen. Also Tokio haut einen einfach wirklich um. Ich denke, jeder, der schon hier war, der kann es wirklich verstehen. Die noch nicht waren, ihr müsst hin. Definitiv super cool. Auch jetzt eben das 8-Bit-Café, das war noch lustig gewesen, wo ich im Mario Kart gewonnen habe. Nein, unentschieden. Nein, aber Wir kämpfen das irgendwann erneut aus, würde ich sagen. Ich habe dir den Tipp gegeben, sonst hättest du ganz verloren. Natürlich. Nee, war auf jeden Fall ein super lustiger Tag heute und wir freuen uns jetzt schon auf morgen. In diesem Sinne sagen wir bis morgen, gute Nacht, guten Tag, was auch immer ihr gerade habt und macht's gut. Tschüss. Ciao. Das blaue Licht. Ist dunkel jetzt, oder? Voll das blaue Licht. Ja, scheiße, das ist falsch angeschaltet. Ich hab das jetzt eben gemacht. Ich hab doch eben gesagt, voll das blaue Licht, ne? Gruselig. Gruselig. Ich hab auch was für Daniel gefunden. Guck mal, ein schönes Höschen hier. Hat alles seinen Platz. Nein.